Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Wenn ihr dieses Video seht, bin ich in Amsterdam. Sprich, jeder, der in Amsterdam ist, Amstelveen Safari Zone, kann gerne im Einkaufszentrum vorbeischauen und mir Hi sagen. Und an alle anderen, freut euch auf hoffentlich super saftige Videos. Heute rede ich endlich über das Gacha, weil vor kurzem ein paar News, ein paar Warnungen kamen. Eine neue Welle der Besorgnis für alle Gacha-User. Also die meisten, also was heißt die meisten, viele von meinen Zuschauern haben das Gacha durch mich kennengelernt. Ich habe mal ein Video dazu gemacht und da war meine Meinung zu dem Gacha eigentlich noch recht positiv. Und ich muss erst mal sagen, ich habe das Gacha weiterverkauft, ich benutze es schon länger nicht mehr. Was aber nicht unbedingt heißen soll, dass ich das Gacha sehr, sehr schlecht finde. Ich fand es nur persönlich für mich nicht optimal. Also erstmal, vor kurzem haben ein paar Leute berichtet, dass Gacha-User diese Verwarnung bekommen haben. Dieselbe, die Alex bekommen hat. Übrigens, kurz was zu Alex. Für alle, die gefragt haben, die den Artikel in der Bild zum Beispiel gelesen haben. Ja, das war Alex und der andere Kollege war Erhan. Zwei Kollegen und die haben halt eine Frau vor einer Vergewaltigung gerettet. Geschützt, was wie auch immer. Link vielleicht unten in der Beschreibung, falls ich das noch finde. Ansonsten zu seinen Shadowband-Sachen. Er war ja geshadowband, er hatte diese Verwarnung. Wofür genau? Das haben auch sehr viele gefragt. Weiß ich nicht, weil der Junge hat so viel Dreck am Stecken. Wir wussten nicht genau was. Wir haben halt alles für ihn entfernt und versucht das sauber zu säubern. Aber ich kann euch jetzt nicht genau sagen, hey, benutzt diese App nicht. Oder benutzt das nicht, macht das nicht. Weil wir waren uns nicht sicher, was genau. Das führt uns dann auch wieder zurück zum Gacha, weil manche Gacha-User haben halt diese Verwarnung bekommen, aber die meisten nicht. Und man kann sich natürlich nicht sicher sein, dass diese Gacha-User nichts anderes gemacht haben und halt nur wegen dem Gacha diese Verwarnung bekommen haben. Dementsprechend genau wie bei Alex, man weiß nicht genau für was. Ich meine, selbst wenn er zum Beispiel jetzt auch einen Gacha verwenden würde, hätte er die Warnung trotzdem bekommen. Aber wir wissen ja nicht aus diesen 100 Gründen, weswegen. Ob es halt echt wegen dem Gacha war. Auf jeden Fall, ihm geht's wieder gut, der war mit in Prag. Shadowban war weg und hoffentlich wird er nicht gebannt. Verwarnung ist glaube ich auch weg, also da läuft alles wieder. Alles gelöscht, alles Illegale. Und jetzt im Gacha. Wie gesagt, ein paar haben diese Verwarnung bekommen. Und wir werden sehen, ob Niantic was gegen die Gachas unternehmen wird. Ich sage erstmal jetzt kurz meine Meinung zum Gacha, wieso ich das nicht mehr benutze. Und dann ein bisschen allgemein über das Gacha reden für die Zukunft. Ich habe es aus zwei Gründen nicht mehr benutzt. Nummer 1, ich bin halt echt ultra voll geworden und es hat mir nicht so gefallen. Das distanziert einen, finde ich, meiner Meinung nach vom Spiel. Lieber selbst fangen natürlich und selbst das ist schon grenzwertig, aber da macht man wenigstens noch was. Da denkt man aktiv noch an das Spiel. Und beim Gacha, da hat man echt dann gar nichts mehr gemacht. Irgendwann war man so distanziert vom Spiel, zumindest ich. Wobei ich das zum Glück nicht so viel, so oft benutzt habe. Ich habe immer gewechselt und immer lieber das gehabt. Das Gacha war schon angenehm, aber meiner Meinung nach musste das nicht sein. Der zweite Grund war eben, dass es halt nicht offiziell von Niantic ist. Und das ist halt eigentlich der größte Grund, wieso ich das nicht benutzt habe. Weil, wann war das? Also, es hat dieses Update überlebt. Also, es gab auch Sorgen, dass falls irgendwas geupdatet wird, das Gacha irgendwann nicht funktionieren wird und dann das Geld eigentlich sozusagen verschwendet ist. Und es kostet ja mehr als ein Go Plus, bei weitem mehr. Aber das Spiel wurde geupdatet. Das Ding wurde auch geupdatet und kann jetzt Arenen gehen. Und das Gacha auch, also darüber musste man sich keine Sorgen machen. Aber es gibt halt immer ein Restrisiko, dass zum Beispiel eine Banngefahr besteht. Das gab es immer. Ist zwar sehr, sehr gering, aber das ist ein Grund, wieso ich das nicht mehr benutze. Und dadurch, dass es halt Drittanbieter-Software ist und inoffiziell, ist es theoretisch genommen echt Cheaten, wie man es auslegt. Ich mache halt öfter Scherze darüber, dass halt Gacha eigentlich Cheaten ist. Und ist halt eigentlich sehr, sehr identisch wie Botten. Man macht eigentlich gar nichts mehr dann. Es kommt halt, man kann es echt nicht so sagen, dass es 100% Botten ist, weil es ist echt Auslegungssache. Zum Beispiel, ich habe es Tati weiterverkauft. Ihr wisst, Tati braucht jede Hilfe, die er kriegen kann für Level 40. Hoffentlich demnächst. Und er ist zum Beispiel Koch und er braucht halt seine zwei Hände. Da kann er halt echt nicht die ganze Zeit klickern. Und dann haben wir eine in der Gruppe gehabt, zum Beispiel. Die ist leider nicht mehr dabei. Und die wohnt zwischen drei Pokestops. Und die hat halt zum Beispiel jetzt das Gacha geholt oder schon eine Weile her das Gacha geholt, schmeißt immer die Module und lässt das Gacha einfach laufen. Und das ist zum Beispiel für mich identisch wie Botten. Und da bin ich auch nicht der Einzige, der Meinung ist. Ihr wisst, wir haben einen krassen Konkurrenzkampf.
mit DPs und eine Liste Wettbewerb und sowas. Und da gab es auch schon viele Leute, die alle Gacha-User als ungültig abgestempelt haben und eine neue Liste ohne Gacha-User da eingestellt haben. Mir wurde zum Glück verziehen. Ich habe das Gacha nicht lang genug benutzt, dass ich von dieser Liste disqualifiziert werde. Aber ich habe mich auf jeden Fall schlecht gefühlt, dass ich das überhaupt benutzt habe. Und noch schlechter, dass ich euch das geworben habe. Dass ich euch das präsentiert habe, weil meine Meinung hat sich so stark geändert. Und ein weiterer Grund, wieso ich das Gacha nicht mehr verwende oder gar nicht mehr werbe oder so, gar nicht mehr supporte, ist, na, Antic macht zwar viel Schlechtes und wir beschweren uns immer, aber die liefern uns das Spiel. Wir könnten ihnen eigentlich sehr dankbar sein, dass sie uns das Spiel, das wir lieben, geben. Und jedes Gacha, theoretisch gesehen, ist jedes Gacha ein nicht verkauftes Go Plus. Ich meine, die meisten, die ein Gacha gekauft haben, haben natürlich davor ein Go Plus gehabt. Also so direkt kann man es nicht sehen. Aber es ist halt Konkurrenzwaage und das Geld geht nicht in Niantic. Und Niantic könnte es eigentlich gebrauchen, damit sie halt weiter am Spiel arbeiten. Und man sollte eigentlich das, was man mag und liebt, supporten. Also ich bin auf die Idee gekommen, auf diesen Sinneswandel, als ich letztens, was war das, keine Ahnung, irgendwas über Mangas und Animes. Ihr wisst, Mangas und Animes werden oft illegal online geschaut, gestreamt und sowas. Und dadurch kriegt der Mangaka, der Künstler, nicht sein Geld. Und die arbeiten richtig hart dafür. Und das habe ich mir mal so durch den Kopf gehen lassen, dass wir, wenn wir das machen, wir sind zwar dann Fans von dem, aber wir unterstützen ihn eigentlich gar nicht. Von uns verdient er kein Geld. Das habe ich mir halt mir mal so durch den Kopf gehen lassen. Und dasselbe dann theoretisch auch bei Niantic. Wenn ich das Gacha kaufe, hat Niantic davon nichts und dadurch unterstütze ich die nicht, dann kann sich das Spiel nicht weiterentwickeln. Und das ist eigentlich mein größter Grund, wieso ich aufgehört habe mit dem Gacha. Und halt Banngefahr und eigentlich ist es Cheaten und sowas. Aber das war so meine Meinung. Wie sieht es aus in der Zukunft mit dem Gacha? Ich glaube, dagegen wird vorgegangen, weil, wie gesagt, das ist etwas, womit andere Leute Geld verdienen und Niantic sozusagen Geld verliert. Dementsprechend denke ich, wird Niantic dagegen vorgehen. Und falls diese Sachen stimmen, dass die Leute da verwarnt werden, ich habe jetzt keine Ahnung von der technischen Seite, ob das überhaupt geht, ob die das herausfinden können. Die meisten bisher haben immer gesagt, nein, nein, das ist unmöglich. Aber selbst wenn ein kleines Risiko besteht, würde ich es nicht riskieren, weil der Unterschied ist so gering. Wenn man echt keine Zeit hat, um das hier zu machen, dann sollte man echt nicht spielen. Manche sagen halt, ja, ich habe hier und da keine Zeit. Aber ganz ehrlich, wenn du keine Zeit hast, dann spiel halt einfach nicht. Wenn du nicht mal Zeit dafür hast, dann spiel einfach nicht. Das ist meine Meinung. Und genau wie bei den IV-Rechnern, klar, das Risiko ist nicht so hoch. Und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jemand für das Gacha gebannt wird. Aber mir ist das Risiko, selbst wenn es 1% ist, ist mir das Risiko zu hoch. Für den Unterschied, was ein Gacha machen kann. Und zwar einfach nur Automatik. Ich will meinen Account nicht riskieren. Selbst wenn es nur 1% ist, oder geringer sogar, nur dass ich das hier nicht mehr machen muss. Also, ich hoffe, ihr versteht mich. Wir werden sehen, was mit den Gachas passiert. Ich habe Tati gewarnt. Tati meinte, wenn er die erste Verwarnung bekommt, hört auf mit dem Gacha. Das würde ich euch auch raten. Aber momentan echt noch keine Gefahr. Da solltet ihr nicht so auf die Panikmacherei hören. Ich denke, noch ist es sicher. Ob Niantic irgendwann mal was dagegen unternehmen wird, weiß ich nicht. Aber ich denke schon. Die Frage ist halt nur, ob sie es machen können. Ob man das nachvollziehen kann, ob es halt jetzt ein Go Plus ist oder ein Gacha. Ansonsten Alternative natürlich das Go Plus modifizieren, dass es automatisch klickert. Mehr dazu vielleicht demnächst. Aber das wäre eine Option, eine Alternative. Aber schreibt unten in die Kommentare, was ihr zum Gacha haltet. Habt ihr eins? Wie findet ihr es? Eure Meinung dazu? Cheaten, botten? Habt ihr Angst, gebannt zu werden? All dies, das. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.